Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2. Heute mit einem kleinen Resümee über den Patch 2.2, der vor 2 Tagen erschienen ist. Ich fahre mit euch die Karte Felsheim in der aktuellsten Version mit dem Mercedes-Benz U530 Euro 2 Citaro der Rheinbahn 6825 mit Außenschwenktüren. Wir fahren die Linie 6 von Felsheim Zentraler Omnibusbahnhof über Burgweg, ja, das ist Burgweg 1, heißt das, ja, genau, nach Waldhof Festspielhaus Terminus. Fahrzeit ungefähr 30 Minuten. Reales Wetter habe ich Leipzig ausgewählt. Genau, der Bus ist schon so mit Start klar. Wir können den Motor anschmeißen und die Liniennummer einstellen. Linie 6, Waldhof Festspielhaus. Genau. Ja, die Busse, die KI-Busse fahren in den Farben von Felsheim. Und ja, was kann ich zu dem Patch sagen? Da können wir uns gleich auch ein bisschen unterhalten. Ich mache mal die Hilfspfeiler an. Heute fährt der Philipp mal ausnahmsweise mit Hilfsfahren, weil ich diese Linien noch nie gefahren bin. Genau. Ja, so müssen wir ein bisschen Vorratsdruck geben. Er ist Ende, jetzt ist er fertig. Jetzt kommen wir. Ja, ich musste den OMSI neu installieren, weil ihr habt ja gesehen, da kamen immer diese Ladebildschirme. Das hat sich jetzt von selbst behoben, praktisch durch diese Neuinstallation. Jetzt lädt der OMSI sogar die Karten schneller. Ja, was bringt der Patch 2.2? Zunächst bringt er einige Verbesserungen mit sich. Das ist zum Beispiel, wenn ihr einen Bus auswählt, könnt ihr die Vorschau ausmachen, also den Haken. Nächste Haltestelle, Gambergasse. Könnt ihr praktisch das Vorschaufenster rausnehmen, also dort, wo der Bus angezeigt ist. Somit lädt OMSI den Bus schneller, den ihr haben möchtet, und braucht nicht erst mal 20 Jahre, bis es geladen wird. Das finde ich zumindest sehr gut. Eine gute Idee, muss ich sagen. Guten Tag. Hallo. So, was gibt es noch? Dann wurde es so gemacht, dass OMSI weitestgehend stabiler läuft. Das ist mir gestern noch auf Tettau aufgefallen. Stimmt sogar auch. Ich habe Tettau gespielt, bin einmal von Kronach nach Tettau Festhalle gefahren. Und OMSI ist nicht abgestürzt, OMSI ist nicht eingefroren, OMSI hat nicht geruckelt und kam auch keine Fehlermeldung. Das finde ich auch sehr gut. Bis jetzt ist mir noch keine Fehlermeldung entgegengekommen. Und auch abgestürzt ist mir das Spiel auch noch nicht. Das ist auch sehr gut. Ja, was ich leider auch nicht verstehe, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht habt ihr das alle, dass der Solaris von Altair nicht mehr funktioniert. Gar keiner mehr. Das heißt, der wird mir auch im Vorschaufenster nicht angezeigt. Da würde ich mich freuen, wenn mir jemand einen guten Tipp geben könnte, zu sagen, wie ich das wieder in Bewegung bringen könnte. Das heißt also, dass der Bus wieder funktioniert. Ich habe mir auch den Bus nochmal neu heruntergeladen. Eine saubere, frische Neuinstallation, es funktioniert immer noch nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das würde ich sehr schön finden, wenn mir das einer erklärt oder so. Ich habe es zwar schon auf meiner Facebook-Fanpage geschrieben, allerdings hatten mir Leute ein paar Lösungen gegeben. Allerdings kann ich mit diesen Lösungen nichts anfangen, weil ich diese, was heißt, die Lösungen nichts gebracht haben. So, kurz und knapp. Genau. Ja. Also ich freue mich zu verkünden, dass in Zukunft weitere OMSI 2 Videos kommen werden. Ein bisschen öfter als sonst. Ich hoffe, der O407 kommt bald und neue interessante Karten. Ich wollte mir eigentlich Spitterberg V4 herunterladen. Da ist ja eine neue Linie oder mehrere Linien, neue Linien dabei. Wollte ich euch eigentlich jetzt zeigen. Allerdings funktioniert der Download-Link nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass der es noch gefixt wird. Das heißt, dass der Download aktualisiert wird.
Genau. Ja. Was gibt es Neues auf meinem Channel? In Zukunft, beziehungsweise ab nächster Woche, beginnt bei mir eine neue Let's Play-Serie. Und zwar die Serie Let's Play-Serie Let's Test. Da sind auch schon zwei Videos dazu gekommen. Und zwar einmal das vom Talent 2 und das einmal von der Baureihe E10 von Virtual Railroads. In den Let's-Test-Folgen gehe ich ein bisschen genauer auf die Fahrzeuge ein. Zunächst werde ich auch Strecken testen, Mannheim-Karlsruhe, was in Kürze kommen wird, oder demnächst Let's-Test zu den Wagen von RW081, zu den neuen Silberlingen und N-Wagen. Da werde ich euch ein bisschen geschichtlich was zum N-Wagen erzählen und auf die Piktogramme, die da unten unterhalb des Wagenkastens angebracht sind, genauer drauf eingehen. Das könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und ja, genug der Dinge. Wir fahren los. Wir verlassen Pfälzheim-Zopp. Oh, grün, sehr gut. Stelle Gampergasse. Ja, die Ruckler sind natürlich nicht zu vermeiden, da das Spiel eine 32-Bit-Anwendung ist und keine 64-Bit. Guten Morgen. Guten Morgen. Meinen Fahrschein bitte. Ja, so ein knatternden Zehner hier, ey. Ach, Euro ist hier. Mein Gott. Ja. Komm, Panzer. Ja, vorne sind auch neue Türsounds sowie Standsounds hier drin. Die habe ich freundlicherweise von einem netten, guten Kollegen von mir bekommen. Gut, die Türsounds vorne, die kann man sich aus den alten Soundspack von Morphe nochmal herunterladen und dann ersetzen. Das ist das geringste Problem. Nächste Haltestelle, Oberer Markt. Es besteht Zugang zur Altstadt und zum Rathaus. Die Ansagen sind auch ganz okay. Sehr angenehm. Gibt schlimmere Ansagen, sag ja nur Winsenburg. Die. Ja. Das sind ja Computeransagen. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Morgen, schön. Moitens. Haltestelle Opernplatz. Es besteht Zugang zur Stadthalle. Ja, für alle, die sich fragen, Leitstellenfahrt, die Leitstellenfahrt wird es geben. Einen genauen Termin steht noch nicht fest, aber so. Ich habe mit meinem Team das so ausgemacht, dass das wahrscheinlich Anfang April so sein wird. Wann aber gebe ich euch noch bekannt? Stattfinden wird es auf jeden Fall, das könnt ihr sicher sein. Nur schon mal so zur Info, dass ihr ein bisschen beruhigt seid. Guten Tag, hallo. Hallo. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ja, heute fährt der Philipp mal im Hilfspfeil, weil die Linie bin ich noch nicht gefahren. Ich bin eine Linie auf Pfälzheim schon gefahren. Das ist die andere Linie. Also, wenn ihr das Video seht,
also denke ich mal Freitag. Zum Wochenende kann ich euch schon sagen, kommt dann der zweite Teil des 10.000 Abonnenten-Spezials. Und zwar geht es dann auf der Strecke Köln-Koblenz. Dafür haben die meisten gestimmt. Dort werde ich eine Aufgabe aus dem neuen 3D-Zug Fahrzeitvolumen 11 präsentieren. Und wir werden mit dem Rhein-Express fahren, mit der BR146.0, mit dem Soundtablett von Morphy, von Koblenz nach Köln. Mit den Unterwegshalten des realen RE5, Beispiel Andernach, Remagen, Bonn, Brühl. Nächste Haltestelle am Tempelberg. Es besteht Übergang zwischen den Linien 6, 7 und 10. Das geht schon steil bergauf hier. Ich glaube, die 6 bin ich noch nicht gefahren. Nee, 6 bin ich noch nicht. Hey, wolltest nicht mit? Nicht. Fahr alleine. LOL. Der Bus bleibt mitten in der Steigung stehen. Auch eine interessante Logik. Ja gut, der rollt ein bisschen zurück. Das sieht man. Cool, braucht nichts machen. Geil. Komm, Citaro, Euro 2, vernünftig. Wie noch Sound hier, ey. Ja, ich werde bald auch mal wieder mit dem U405 GN2 fahren. Mit ZR5 HP, der muss auch mal wieder raus. Der muss auch mal wieder von alleine gelassen werden. Nächste Haltestelle, alte Ilsachbrücke. Ja, ich hoffe, dass da bald ein Fix kommt für den Solaris. Oder ich schaff's von selbst, wenn mir jemand mal dabei hilft. Könnt das ruhig hier unter die Kommentare posten oder mich bei Facebook anschreiben, also auf meiner Fanpage. Oder so. Alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Toyota. Hallo. Manfred ist wieder da. Money. Mahlzeit. Moin. Weiter geht's. Ah, die Sonne blendet mich. Ach du Scheiße. Ja, ich sollte mal die Heizung anmachen. Es sind nur 10 Grad im Bus. Und meckern sie alle wieder. Ist zu kalt hier drin. Ist ja wie ein Kühlschrank hier. Nächste Haltestelle. Bahnhofstraße. VDL Hupe. Hallo. Guten Tag. Hallo. Einmal Kurzstrecke. Ja, Kurzstrecke einmal. Dankeschön. Zu den Zügen des Fern- und Regionalverkehrs sowie zwischen den Linien X1, 3, 6 und 9. Pforzheim Central Station. Ja, wir können das nächste Mal auch die Linie 7 fahren, wenn ihr Lust habt. Ist auch eine schöne Linie. Schön Überland, Autobahn. Ist ganz nett. Sehr gut. Frei. Nächste
Nächste Haltestelle, FVB Betriebshof. Es besteht Zugang zum Kundenzentrum. Ja, also ich habe auch wieder also eine saubere Neuinstallation gemacht. Praktisch Karten habe ich jetzt nur drauf, die ich auch wirklich fahre und Let's Playe und nicht irgend so ein Bullshit, was ich schon lange drauf habe, aber nicht mehr fahre. Das ist völlige Speicherverschwendung. Rüberberg habe ich natürlich drauf, der Gletscher. Müsste ich eigentlich auch mal wieder fahren. Mal wieder Lust zu. Der wollte nicht mit, oder was? Ja, war klar, dass der mich nicht rauslässt. Ja, komm. Jetzt fahren wir zum Zoo. Ja, sehr gut. Nicht. Ja, lässt ihr mich jetzt mal hier raus oder nicht, dir? Inkompetentes KI-Verkehrsteam hier. Fleetbook habe ich auch wieder drauf. Ganz wichtig. Und hoffentlich kommt bald der U407. Ich hoffe es. Ja. Hier kann Manfred aussteigen, ins Affengehege gehen. Gorilla. Ja, wollt ihr jetzt nicht mit, oder was? Ah, doch. Ah ja, muss ich erst dafür ranfahren, oder was? Faule Säcke. Ah, ein bisschen Pause. Also, wie gesagt, Patch 2.2 ist ganz gut. Es funktioniert alles. Bis auf das mit dem Solaris. Ist ein bisschen scheiße. Aber wird hoffentlich noch gefixt. Ansonsten, ja, läuft OMSI stabil bei mir. Fragt sich nur, wie lange, ne? Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass in OMSI so eine Selbstzerstörungsdatei enthalten ist, die sich dann nach irgendeiner gewissen Spielzeit den Selbstzerstörungsmodus anschmeißt. Wir Verschwörungstheorien hier. Ach ja. Ach, der Gegenkurs oder was? Ah ja, doch. Da ist er ja. Nächste Haltestelle, Badstraße. Es besteht Übergang zwischen den Linien 3, 6 und 9. Ja, was jetzt hier?
sehr freundlich. Ja, beim KI weißt du das manchmal hier nicht. Ist der freundlich, lässt er dich durch oder nicht? Oh Gott, hier rein. Ja. Ja, Pech gehabt, meine Güte. Oh, sehr gut. Gleich grün. Wunderbar. Besser geht's noch nicht. Jetzt hier rein in die Gasse. Och Gott, das ist... Ich glaube, die Linie bin ich schon einmal gefahren. Das ist diese Höllenlinie hier durch die ganzen Serpentinen. Oh Gott. Ich fahre mit dem Gelenk zu. Das kann ja heiter werden. Ja, extrem wieder. Ich glaube, demnächst gibt es mal wieder eine Fahrt im Schnee. Das zeige ich euch. Nächste Haltestelle, Berggasse. Es besteht Übergang zwischen den Linien 3 und 6. Jetzt geht's rund. Boah, wenn der Scheiße. Halt's Maul da. Ja, Manfred, klar, immer. Es besteht der Zugang zum Burgviertel. Sie darum muss arbeiten. Ich glaube, ich müsste hier die Rücktour machen in einem anderen Video und dann im Winter. Am besten bergab. Bergauf macht das keinen Spaß. Aber wenn jetzt ein Bus entgegenkommt, ne, dann habe ich richtig verkackt. Aber der ist mir ja schon entgegengekommen. Am Zoo. Kann sein, dass das die 1 war. Weiß ich nicht. Sind wir gefahren. Das war noch nicht, das ist noch nicht das Ende. Schöne Holzhütte hier. Schön. Ja, die Gestaltung von der Karte ist ganz okay, finde ich. Muss ich sagen. Ja, wäre schön, wenn Spitterberg V4 mal der Download mal wieder verfügbar ist. Könnte ich die auch mal let's playen. Oder einer könnte mir das Archiv schicken, falls er das noch auf seinem PC hat. Über die Facebook-Seite. Kann er mich anschreiben, dann kann ich mir das mal runterladen und dann let's playen. Es sei denn, bis dato ist der Link wieder da, aber das weiß ich nicht.
Weiter geht's, bergauf. Mann. Ja, Mann. Ja, was, Mann? Nächste Haltestelle, Hildenbach. Oh Gott, ein LKW, nein. Alles noch gepasst. Wieder alles im Griff. Na, Omsi, wieder deine Gedenksekunden. Müssen wir mal bergab fahren, das macht richtig Bock. Ja, noch langsamer in den Kurven, meine Güte. Juhu, wir sind oben. Sehr schön. Wunderbar. Ein sehr schöner Blick hier. Oh, der Gegenkurs. Gut, dass er uns nicht in der Kurve begegnet ist. Das wär's gewesen. Oh, ich dachte schon, Omsi. Das waren nur wieder Gedenksekunden. Kennen wir ja. In Pfälzheim können aktuell die Linien 6, glaube ich, die 7 und die 10. Ich glaube, die 3 auch. Ich glaube, die anderen sind noch nicht verfügbar, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Stand auf jeden Fall im Freed der Karte. Müsste mal nachgucken. 3 Linien, glaube ich, kannst du noch nicht fahren. Baggersee.
einen Screenshot für Let's Play. Jetzt habe ich auch wirklich zweimal F12 gedrückt. Nicht, dass da die ganze Zeit wieder diese Wagenheld leuchtet. Das war ja ein Fleetbook letztens gewesen. Einmal zum Baggersee rein. Sehr schön. Rein hier. Zack. Nächste Haltestelle, Waldhof Gymnasium. Sehr geehrte Fahrgäste, es war noch die Haltestelle Hildenbach-Baggersee. Nicht die darauffolgende. Da ist der Baggersee auf der rechten Seite hinter Büschen versteckt. Hallo. Guten Tag, hallo. Hallo. Duplo, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Spule ich mal ein bisschen vor. So, dann fahren wir mal los. Scheiß Sicht hier eigentlich. Alles gut. Nächste Haltestelle, Waldhof Gymnasium. Schön hindurch den Wald. Sehr schön. Ja, komm, fahr. Mein Gott, wann willst du fahren? Weihnachten? Wo muss ich denn halten? Ja, da. Alles klar. Das verkacke ich jetzt, wa? Oder? Ah, so knapp. Hallo, morgen. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Moin, na? Ich hätte gerne einmal Schüler. Ja, Schule wieder geschwänzt, wa? Ja, ich, dein Papa, ey, der hätte es erstmal auf den Popo gekriegt. Ah, hier. Hol dir einen gelben. Eine Fahrkarte, bitte. Leo. Dankeschön. Bitteschön. Immer diese Schulschwänzer. Ich kann's nicht mehr sehen. Kinder. Schon in Omsi. Na gut, wenn Manfred der Lehrer ist, ne, dann würde ich das verstanden. Dann verstehe ich das natürlich. Pass nächstes Mal besser über die Straße auf. Brille Vielmann, sage ich nur. Stelle, Waldhof, Stadtplatz. Ja, da fahre ich nicht rein. Cool, nur Busse. Sehr gut. Ah, hier geht es auch schon wieder bergab. Boah, das ist ja unglaublich. Ja, Manfred, das ist gerade der Richtige. Der zweimal durch die Führerscheinprüfung durchgefallen ist.
sehr schön hier der Abschnitt. Oh, der Gegenkurs ist da. Sehr schöne Haltestelle hier. Schön Glasdach. Ja, es ist doch so klar, ey, dass man da extra vor die Füße fahren muss. Ja, das ist immer so spaßig, wenn die Bauer das in den Busstopps so einfügen. Ja, in echt mache ich das auch nicht so. Ja, hier, halt, hier vor meiner Nase. Da sagt der Busfahrer zu mir auch, ey, du hast eine Klatsche. Da möchtest du haben? Bitte. Viel Spaß beim Zählen. Steine sind immer schön. Expressfischerei. Nächste Haltestelle, Waldhof Kirche. Zum Beten bitte hier aussteigen. Ja. Bitteschön. Noch näher. Soll ich vielleicht noch Ihre Schuhe putzen? Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Ihre putze ich ganz bestimmt. Sind bestimmt schon die Gülle gelaufen. Danke schön. Jo, bitte. Dankeschön. Ich gebe den Fahrgästen immer Kontra. Das muss sein. In echt würde ich das nicht machen, aber im Spiel geht das natürlich. Nächste Haltestelle, Waldhof Bahnhof. Es besteht Übergang zu den Zügen des Regionalverkehrs. Jo, mal aussteigen. Ja, da kommt immer linke Seite der Situation zwischengespeichert. Das ist wahrscheinlich, wenn du dieses automatische Speichern anhast, dass wenn Omsi jetzt abstürzen würde, dass es genau an dieser Stelle dann du dann wieder hingespawnt wirst. Dass du dann praktisch von der Stelle, wo es abgeschmiert ist, wieder weiterfahren kannst. Das finde ich ganz gut. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Hallo, Dankeschön. Von Kreffrath werde ich auf jeden Fall auch noch ein Let's Play machen. Nächste Haltestelle, Waldhof Festspielhaus. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Terminus. All passengers are kindly requested to leave the bus. Wir erreichen jetzt die Endhaltestelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir wieder beim Fahren zuzugucken. Ich freue mich über Abos, Likes, Kommentare, Besuch in meinem Racingfried Facebook-Fanpage und ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Let's Play mit mir, dem Philipp. So, ich wette, bestimmt kann das sein, dass die, weil ich XBit neu installiert, dass ihr die Maus jetzt im Spiel seht. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, das stört weniger.
Beim nächsten Mal ist sie wieder weg. Ja, das ist immer so, wenn du das neu installierst, dann denkst du nicht mit und ja. Aber das ist weitaus weniger schlimm. Solange ich nicht mit der Maus hin und her zapple, geht das. Bei den U-Bahn im Pforzheim, sehr realistisch. Auf jeden Fall nicht. So, Endstation, Waldhof Festspielhaus. Waldhof passt auch ganz gut hin. Ja, ich werde ganz bestimmt nicht meinen Bus hier irgendwo in der Kurve abstellen, weil hier die Steine sind. Stelle ich den jetzt einfach hier ab. Fertig. So, Endstation. So, passt doch, weil die Steine sind, finde ich, eigentlich unnötig, aber egal. Müssen die Leute haben mal ein bisschen über den Asphalt laufen, das ist nicht so schlimm. Nun denn, ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein. Ich freue mich auf nächste Let's Play mit euch. Und ja, macht es gut. Ciao, euer Let's Player Philipp Tschüssikowski. Tschüss. Das ist unser Bus, unser Mercedes-Benz O530, Citaro Euro 2 Rheinbahn 6825, der leider heute nicht mehr fährt bei der Rheinbahn. Tschüss! Und natürlich wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit OMSI 2.